Das läuft jetzt. Passt. So, dann darf ich alle wieder begrüßen nach der hoffentlich erfrischenden Kaffeepause. Vielleicht haben wir nächstes Mal die Möglichkeit, sogar ein bisschen hier draußen in den Garten zu gehen, was natürlich noch viel schöner ist als im Foyer. Ja, wir werden jetzt den ersten Praxisabschnitt haben, der geleitet wird von Sascha Förster. Dieser Praxisabschnitt richtet sich natürlich nicht an diejenigen, die schon im Saal sind, zumindest primär nicht, denn ich denke, es wird noch eine wahrscheinlich größere Community draußen sein, die einfach vielleicht auch mal eine ja, praktische Einführung ins Bloggen haben möchte. Nichtsdestoweniger sind natürlich alle Anwesenden ganz herzlich eingeladen zu bleiben und zu gucken, was uns Sascha Förster jetzt erzählen und vor allem auch zeigen wird. Sie haben ja alle schon gehört, dass Sascha Förster zusammen mit Tobias Wulff die technische Unterstützung hier für die Tagung bereitstellt. Nichtsdestoweniger hat er natürlich auch einen ja, wissenschaftlichen Hintergrund. Er hat Geschichte und Psychologie studiert an der Universität Bonn und er promoviert gerade am Zentrum für Alternskulturen zum Thema Nachkriegskinder und versucht eben hier auch vor allem verschiedene digitale Medienangebote ja, zusammenzubringen und zu nutzen. Er ist seit Anfang 2013 bei der Max-Weber-Stiftung als Community Manager tätig für IPOTES und ist sozusagen eine Art Schnittstelle zwischen der Community und auch den Technikern in Paris. Er schreibt regelmäßig auch fürs Blockhaus, für den Redaktionsblock von IPOTES und er leistet eben nicht nur den technischen Support, sondern greift natürlich auch viele ja, Anregungen aus der Community auf, verarbeitet die, lässt natürlich wiederum andere Dinge in die Community einfließen. Ja, und wir freuen uns jetzt drauf, was du uns zu erzählen hast. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin jetzt hier im Saal etwas versteckt hinter der ganzen Technik und versuche das parallel zu steuern. Man sieht auch jetzt live auf der Leinwand, was da so auf unseren Rechnern passiert, mit denen wir von hier aus live streamen. Genau. Das Mikro versuchen wir mal so ein bisschen näher zu nehmen. So. Dann gebe ich jetzt erstmal den Bildschirm frei, damit alle im Livestream auch sehen, was ich jetzt auf dem Rechner mache. Also unten rechts sieht man mich dann und im Livestream wird jetzt der Bildschirm übertragen. Und das erste Thema, was ich heute vorstellen möchte, genau, dieses Wortspiel fiel uns gestern Abend noch ein. Wie wird man jetzt vom Mediewist zum Social Mediewist? Aber wir haben ja eben auch gehört, dass das eigentlich das Gleiche ist, denn nein, nicht ganz. Also gehen wir direkt zur Übersicht. Jetzt in der nächsten Stunde werden wir kennenlernen: Twitter, Facebook, Google Plus. Heute Nachmittag werde ich die Blogplattform Die E-Hypothesis vorstellen, die auf WordPress läuft. Das wird aber Nachmittag sein. Diese drei Dienste sind jetzt kommerzielle Dienste, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Einerseits werde ich kurz vorstellen, welche Eigenschaften diese Dienste haben, dann wie legt man einen Account in diesen Diensten an und wozu kann man das dann praktisch nutzen. Als erstes möchte ich mit Twitter anfangen. Und dazu gehen wir jetzt direkt mal rüber zu twitter.com und schauen uns mal einen eingerichteten Account an, nämlich den von den Weber-Tweets, der Account der Max-Weber-Stiftung. Nachdem man sich eingeloggt hat, bekommt man erstmal eine Übersicht der Timeline. Hier sind eine ganze Reihe von Tweets von verschiedenen Personen, Institutionen, Organisationen, denen wir folgen. Insgesamt haben wir 3000 Tweets versendet. Wir folgen 1167 Accounts und wir haben 1445 Follower. Ich möchte jetzt einmal bisschen höher, sonst komme ich nicht an die Maus. Eine Twitter-Map zeigen, um zu verdeutlichen, nein, die ist es nicht.
die ist es. Wie viele Tweets weltweit abgesendet werden. Dafür gibt es ein sehr schönes Visualisierungstool, Tweetping. Ja, wenn das geladen hat, dann sieht man eben eine Weltkarte und alle Tweets, die eine Georeferenzierung haben, das heißt, wo derjenige, der den Tweet abgesendet hat, auch den Ort mit angibt, wird dann hier eingetragen. Also man muss sich vorstellen, pro Sekunde werden tausende Millionen Tweets abgesendet von verschiedenen Orten, von verschiedenen Personen. Und das ist eine Masse, die man als Mensch einfach nicht mehr überblicken kann. Würde ich jetzt mal so sagen, das als Einstieg. Ein Tweet hat immer eine gewisse Form. Sagen wir mal, ich würde jetzt einen Tweet verfassen. Ich bin begrenzt auf 140 Zeichen. Das ist schon mal klar, das stammt aus der SMS-Welt. Und muss ich vielleicht einen Link einfügen zu einer weiterführenden Seite, wo dann mehr Text steht. In der Kürze liegt hier auch die Würze. Dadurch, dass der Tweet sehr kurz ist, kann ich sehr viele in kurzer Zeit lesen und so erstmal vorfiltern, was interessiert mich überhaupt bei dieser Masse an Tweets. Um der Masse auch wieder etwas Herr zu werden, gibt es eben die Möglichkeit, gewissen Accounts zu folgen und damit hole ich die Tweets dieser Person in meine persönliche Timeline rein. Die ist dann etwas übersichtlicher, bei 1000 Accounts, denen ich folge, sind es schon recht viele, die innerhalb von ein paar Sekunden kommen, aber man kann ja erstmal anfangen mit 10, das werden wir ja gleich sehen. Dann ist das relativ übersichtlich, was da so kommt. Genau. Dann nochmal zurück zur Präsentation. Wir werden jetzt, also gerade habe ich etwas über Tweets gesprochen und Timeline. Es gibt noch andere Begriffe, die bei Twitter eine Rolle spielen, nämlich ein Menschen, ein Hashtag, favorisieren, es gibt Listen, es gibt Follower und ja, das jetzt zweimal. Es gibt die Möglichkeit zu muten und Spam zu blocken. Follower, einmal diejenigen, die mir folgen und einmal diejenige, denen ich folge. Also ich trete auch als Follower auf. Zurück zu Twitter. Fangen wir mal an mit einem Menschen. Ein Menschen fängt immer mit einem Ad an und das ist die Möglichkeit, jemanden persönlich anzuschreiben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von den Weber-Tweets mich selbst anschreiben möchte, schreibe ich Ad Sascha Förster, das ist auch mein Nickname bei Twitter. Und schreibe Hallo. Dann der nächste Schritt, in dem Fall bekomme ich in meinem Account eine Benachrichtigung, weil ich erwähnt wurde in einem Tweet. Fangen wir mal damit an. Ich hätte jetzt im Regelfall die Möglichkeit zu antworten, von diesem Account geht das nicht. Ich greife mal kurz auf ein anderes Tool zurück, das soll jetzt nicht weiter interessieren, aber hier habe ich eben die Möglichkeit dann zu antworten. Hier ist wieder der Tweet von den Weber-Tweets, wo ich erwähnt werde und dann antworte ich eben. Das wirkt jetzt alles sehr banal. Aber das ist die erste Form der Kommunikation und daran kann ich etwas zeigen. So, die Antwort müsste jetzt hier auch auftauchen, wenn sie gesendet ist. Da ist sie gesendet. Gut, hier ist jetzt meine Antwort von meinem Account. Hallo. Und die taucht in der Twitter-Timeline eben zugeordnet dazu auf. Also man kann einen Thread verfolgen, nachverfolgen, wie ist die Diskussion verlaufen. Sie hat hier angefangen und dann geht sie hier eben weiter. Wenn ein Mensch ganz vorne in einem Tweet steht, dann können das nur die gemeinsamen Follower lesen. Das bedeutet, alle Follower, die mir folgen und der Max-Weber-Stiftung, diese gemeinsame Schnittmenge, die kann das lesen. Jemand, der nur mir folgt, aber der Stiftung nicht, der wird diese Unterhaltung nicht sehen. Außer er geht jetzt wirklich auf mein Profil. So, das ist jetzt erstmal ein Menschen.
Man sieht auch hier in den anderen verschiedenen Accounts, hier sind auch Menschen auf den Account ClickSafe. Den kann ich mir dann anschauen. Ich versuche mal etwas Relevantes zu finden, das ist natürlich auch immer eine Kunst. Ja, filtern ist, also sagen wir mal hier, bin ich erwähnt worden, dass der Livestream stattfindet und kann dann eben schauen, wer ist da erwähnt worden, ah ja, das bin ja ich. Das ist ein Menschen. Übrigens, wenn der Menschen nicht ganz am Anfang steht, also dieses Ad-Zeichen, sondern mittendrin, dann können das alle Follower lesen. Deswegen gibt es auch die Angewohnheit, wenn ich möchte, dass alle es sehen können, aber das geht jetzt ein bisschen ins Detail, dann mache ich einen kleinen Punkt vor dem Ad und dann weiß ich, alle können es sehen. Das sind so Konventionen, die sich etabliert haben bei Twitter. So, eine weitere Möglichkeit, die bekanntere, um Tweets zu filtern, ist der Hashtag. Hashtag sieht man beispielsweise hier zur Sportschau. Der aktuelle Hashtag ist eben WM2014. Der ist hier anklickbar und damit filtert man eben alle Tweets zur Fußball-Weltmeisterschaft. Von Vereinen, von der FIFA selbst, kann man sich eben einen Überblick verschaffen, was unter diesem Hashtag getwittert wurde. Man kann sich vorstellen, bei dem WM-Hashtag wird jetzt relativ viel getwittert. Also suchen wir mal nach unserem Hashtag. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. WSMM14, Twitter hilft mir. Und damit sehe ich jetzt alle Tweets, wo dieser Hashtag eingebaut wurde. Hashtags werden einfach vorher festgelegt und jeder kann sie benutzen. Es gibt keine zentrale Liste, wo festgelegt wurde, das ist der richtige Hashtag für die und die Veranstaltung. Manchmal entsteht das ganz spontan, dass man sagt, so, wir nehmen diesen Hashtag. Hashtags sind manchmal sinnvoll und manchmal nicht so sinnvoll. Wenn man nämlich den Hashtag Test nimmt, Hashtag Test, da wird wahrscheinlich ein Haufen Test-Tweets abgesendet, die aber jetzt irgendwie mir nicht weiterhelfen. Wo auch kein innerer Zusammenhang zwischen den Tweets besteht. Dagegen BSSM, das sind alle Tweets, die jetzt auch die Livestreamer nutzen und hier vor Ort auch im Raum genutzt wird. Hier kann ich eben zu dieser Veranstaltung alle Tweets finden. Hier ist es auch egal, ob ich den Personen folge oder nicht. Twitter hilft natürlich ein bisschen mit, die Top-Tweets zu finden. Ich kann mir aber auch alle anzeigen lassen. Ja. Eine Ausnahme ist Klaus Graf, wie in mancher Hinsicht. Dessen Tweets werden von Twitter leider komplett ausgeblendet, die in der Hashtag-Suche. Also die tauchen hier leider nicht auf. Deswegen wird er manchmal aber retweetet. Genau, Spam haben wir auch gleich nochmal. So, das war das Thema Hashtag. Achso, wir können das auch gerne interaktiv machen. Wenn es Fragen gibt, gerade zu dem Thema, beantworte ich die immer gerne. Ja. Wo bleibt die Wissenschaft? Die kommt nachher in den Strategien. Jetzt erstmal geht es wirklich rein um die Technik des Twitterns und danach würde ich gerne auch diskutieren. Was? Also die Frage für die Livestreamer war, gibt es denn jetzt auch etwas mehr mit Relevanz für die Medievisten? Darauf möchte ich antworten. Erstmal will ich das Medium vorstellen, ganz unabhängig von dem Inhalt. Und danach werde ich nochmal auf die Strategien vorgehen, wie man eben relevante Inhalte findet. Jeder hat einen ganz persönlichen Umgang mit dem Medium. Das Medium selbst hat Eigenschaften, die aber prinzipiell nicht ausschließen, dass sie wissenschaftlich genutzt werden. Und was für mich relevant ist, da hat jede Person einen ganz eigenen Anspruch. Deswegen ist es auch schwer, so etwas vorzuführen. Eigentlich muss man einen persönlichen Account einzurichten, ist eben, da muss man schauen, interessiert mich das? Wenn es mich nicht mehr interessiert, schmeiße ich das aus meiner Timeline raus.
Wenn ich merke, da kommt regelmäßig interessante Inhalte, nehme ich das dazu. Ja. 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 Ja, also ein Beispiel dann. Also ich bin regelmäßiger Hörer des Deutschlandfunks und da gibt es montags abends immer eine Sendung Andruck und da werden interessante Bücher vorgestellt und da wurde vorgestellt von Herrn Fried das Buch zu Karl dem Großen mit Interview, ganz toll die Vorstellung. Und dann habe ich meinen Chef angerufen, Heinrich, und habe gesagt, ja, was macht man jetzt? Und dann sagte er, ja, jetzt so eine Meldung auf die Homepage, auch so viel Arbeit. Und habe ich gesagt, das müsste man jetzt twittern. Ja, wir bräuchten ein Register Imperi-Account und dann den Link dazu, Register Imperii twittert, dass ihr ehemaliger Kommissionsvorsitzender gerade ein tolles Buch geschrieben hat zu Karl dem Großen und das wurde jetzt im Deutschlandfunk vorgestellt und dann kann man auf den Link draufklicken und damit habe ich sehr schnell mein Zielpublikum erreicht. Ja, also das, und das war dann für mich der Punkt, für die Register Imperii einen Account anzulegen und dann wurde gesagt, naja, jetzt muss aber erst die Kommission oder der Vorstand muss jetzt erst entscheiden, ob wir wirklich twittern wollen. Und der ist im Moment jetzt noch nicht in Betrieb, aber ich habe mir dann noch einen privaten Account angelegt und habe es dann getwittert. Ja. So, dann nochmal zurück zu Twitter selbst. So. Also als Beispiel habe ich jetzt eben auch mal nach Karl der Große gesucht. Man sieht auch mit der Rechtschreibung, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Tweets werden halt ein bisschen schneller abgeschickt. Aber wenn mich dieses Thema jetzt eben interessiert, finde ich dazu eine ganze Menge Informationen. Sei es Tagesfahrten, sei es historische Museen, die Ausstellungen dazu organisieren. Also es ist einfach ein Informationstool. Und was relevant ist, da sind auch, glaube ich, Medievisten haben da ganz unterschiedliche Interpretationen von, was Sie jetzt gerade im Speziellen interessiert. Gut. Genau. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Account des Historischen Museums interessant genug finde, dann habe ich eben die Möglichkeit, ihm auch zu folgen und bekomme so alle weiteren Tweets des Historischen Museums in meine Timeline. Das mache ich jetzt mal einfach, folge ihm. Hier ist die Zahl direkt um 1 hochgegangen. Sie haben jetzt einen Follower und freuen sich gerade. Oh. Ja, ich versuche es mal größer zu machen. Ah, das ist leider nicht so prickelnd. So, ist es besser? Dunkler, ich mache es ein bisschen größer. So. Genau. Das Historische Museum hat jetzt auch eine Benachrichtigung bekommen, dass wir ihm folgen. Dadurch machen wir jetzt auch als Weber-Tweets auf uns aufmerksam. Und jetzt kann das Historische Museum entscheiden, ob sie uns auch interessant und relevant finden und uns zurückfolgen. Es gibt Follower, die folgen allem zurück. Die entscheiden da gar nicht, sondern es geht einfach nur um die große Menge. Und andere sind da sehr speziell, die gucken gar nicht danach. Die haben dann nur 2. Also man muss das einfach selbst entscheiden. Das ist natürlich bei Institutionen immer ein bisschen schwieriger als bei Personen. Ich finde es immer interessanter, Personen. Aber das führt zu den Strategien. Jetzt erstmal weiter die Technik. Es gibt eine Möglichkeit, auch Direktnachrichten zu schicken, wenn ich nicht möchte, dass der Tweet öffentlich ist. Direktnachrichten kann ich aber nur an Personen schicken, die mir folgen und denen ich folge. Direktnachrichten sind also so kleine E-Mails quasi. Das wird bei uns in der Community auch regel genutzt, um beispielsweise Rückmeldungen zu geben. Das hier war eine Rückmeldung nach einem Tweet ab, dass jemand später kommt. Das wollte er nicht unbedingt öffentlich schreiben, hat jetzt aber uns darüber informiert, ja, dass er nicht kam sogar. Da bekommen wir auch manchmal Rückmeldungen, wenn die Hypothese vielleicht mal offline ist, dann wissen wir sofort Bescheid und können handeln. So. Mitteilungen, das ist eben, wenn Weber-Tweets erwähnt werden,
Hier hat jetzt vor 10 Minuten auch jemand geantwortet. Hello Jet, das ist Moritz. Und mit dem könnte ich jetzt in eine Diskussion starten. Wie gesagt, also das wirkt jetzt alles sehr platt. Inhaltlich kann man das beliebig füllen. Auf hohem Niveau, auf niedrigem Niveau, persönlich, unpersönlich, alles ist da möglich. Dann eine weitere Funktion ist die Favorisieren-Funktion. Als kleine Rückmeldung habe ich eben die Möglichkeit, Feedback zu geben und zu sagen, das gefällt mir, und so bekommt Moritz HelloJet eben eine Benachrichtigung. Ja, in seiner Biografie sieht man auch, er hat einen Zweit-Account. Damit führe ich jetzt mal so langsam in die Strategien über. Er hat das eben aufgetrennt, einmal in seinen privaten Account, den er als Fußballfachmann, Simulant und Historiker nutzt, und andererseits einen seriösen Account, wo er eben mit Klarnamen auch auftritt. Das ist eine Möglichkeit der Strategien. Ja. Gibt es noch Fragen zu Twitter? Erstmal nicht, gut. Genau, muten und Spam blocken. Es gibt natürlich auch Spam-Accounts, die möchte man nicht gerne haben, dass man von denen erwähnt wird. Die kann man dann einfach blocken. Wenn das jetzt bei Moritz der Fall wäre, dass er mich stört oder ich ihn nicht mehr sehen möchte, kann ich seine Retweets ausschalten, ihn stumm schalten oder gar blockieren. Soweit, so gut. Ach ja, jetzt, wie lege ich einen Account an? Dazu melde ich mich jetzt erstmal hier ab. Und gehe zu Registriere dich jetzt, weil wir haben ja noch keinen Account. Dazu suche ich einen Namen aus. Twitter 2. Bei den E-Mail-Adressen muss man wissen, dass jede E-Mail-Adresse nur einmal genutzt werden kann. Deswegen müssen wir da durchnummerieren, weil wir mittlerweile so viele Accounts haben. Mein Passwort ist natürlich, ach ja, sehr unsicher. Und einen Nutzernamen kann ich jetzt noch auswählen. Workshop 14. So, Fußball wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen seriös twittern. Damit fängt es jetzt also an, dass wir erstmal eine leere Timeline haben. Es wird mir ein Beispiel-Tweet angezeigt, das ist also alles noch sehr übersichtlich. Und jetzt gibt es die erste Starthilfe. Es werden mir verschiedene Accounts vorgeschlagen. Die sagen mir jetzt alle nichts. Wahrscheinlich hat er hier der Algorithmus Rom in meinem Accountnamen gesehen und schlägt mir deswegen Roma Today vor. Ich bin jetzt aber erstmal gezwungen, mehrere Accounts in meine Timeline aufzunehmen. Die kann ich aber nachher alle wieder rausschmeißen. Das mache ich jetzt auch. Fußball, Musik interessiert mich auch jetzt erstmal nicht. Trotzdem zwingt mich Twitter dazu, jetzt erstmal Lady Gaga zu folgen, die wahrscheinlich Millionen Follower hat. Davon soll man sich jetzt aber nicht abschrecken lassen. Das kann man überspringen, die E-Mail-Adressen. Und das lasse ich jetzt auch mal aus. Also man soll natürlich ein Bildchen hochladen, ein Hintergrundbild, damit man ein bisschen netter aussieht mit dem Account. Also diese Eier, die werden meistens von mir geblockt, weil das Leute sind, die, oder denen gebe ich mal ein paar Tipps, damit es losgeht. Die Timeline besteht jetzt eben aus den Accounts, denen ich folge. Denen möchte ich jetzt aber alle nicht mehr folgen, deswegen schmeiße ich alle wieder raus. Ich habe jetzt sogar schon einen Follower bekommen. Das ging aber schnell. Mr. Famous. Den finde ich uninteressant. Der nervt mich. Weg damit.
Erinnerung speichern. Da habe ich daneben geklickt. So, und jetzt ist die Frage, wie baue ich mir eine Timeline auf? Eben gab es den Hinweis von Björn, dass es die Liste der Mittelalter-Twitterer gibt. Danach suche ich jetzt nochmal. Das war. Da ist der Mittelalter-Blog. Das ist erstmal schon eine gute Entscheidung, den zu suchen und ihm zu folgen. Jetzt kann ich weitergehen von hier aus im Schneeballsystem. Erstmal kann ich mir anschauen, wem folgt der Mittelalter-Blog denn so? Das werden ja wohl hoffentlich viele Medievisten sein. Und tatsächlich sind welche darunter. Hier kann ich mich jetzt beliebig austoben und erstmal folgen. Grad Student, scheint interessant. Aachener, auch gut. Dann hier hinter dem Meer verstecken sich die Listen. Und hier sind eben schon netterweise 588 Medievalists gesammelt. Auch unter denen kann ich mich austoben. Hier werden mir jetzt die Tweets dieser Leute angezeigt, zum Beispiel von Maxi Platz, die hier auch ist. Und der folge ich jetzt auch mal. Doch. Johannes ist auch da, dem folge ich jetzt auch. So, die wissen jetzt Bescheid. Dann gehe ich nochmal zu meiner Startseite und schaue mal an, wie jetzt meine Timeline aussieht. Oha, schon interessant. Hier sieht man die ganze Technik, die wir aufgebaut haben. Das sind Retweets. Ah, Retweets habe ich noch nicht erklärt. Und das sieht jetzt eigentlich schon ganz mittelalterlich aus. Also, ja. Und man kann jetzt mit 5 anfangen und dann werden das vielleicht so 20 Tweets am Tag sein, die da durchkommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Man kann das auch höher treiben. Ich lese, glaube ich, von 700 Leuten die Tweets jeden Tag. Da ist man schon eine Stunde mit beschäftigt, aber das ist halt auch mein Job. Und das kann man aber selber wieder gestalten. Ja? Genau, die Frage ist, die Frage war, wie es für die Leute ist, die jetzt das nicht als Job haben. Wie bekommt man die relevanten Inhalte? Ja, das ist, wie gesagt, also es gibt da verschiedene Techniken. Eben erstmal muss man eine gewisse Zeit investieren, um sich eine Timeline zu bauen, die für einen selbst relevant ist. Das ist die Schwierigkeit eigentlich beim Einstieg in Twitter, dass man ja erstmal das macht, was Twitter einen vorschlägt und dann feststellt, okay, das ist nur Fußball, das sind irgendwelche Stars, das interessiert mich nicht. Und ja, wie ich gesagt habe, also da fängt man mit Listen an, da versucht man irgendwie Anknüpfungspunkte zu finden, erstmal nach den Hashtags entsprechend zu suchen, vielleicht mal nach Mittelalter zu suchen und zu schauen. Also das ist ein ständiger Filterprozess und das hört auch nicht auf. Vielleicht mit der Zeit entwickeln sich Leute und ihre Tweets auch weiter, dass man denkt, okay, der schreibt jetzt nicht mehr zu dem Thema, was mich interessiert, und dann entfolgt man ihm einfach. Und so muss man eigentlich ständig filtern. Also die Filterarbeit bleibt bei einem selbst hängen. Aber es gibt auch Leute, die eben ja, das für einen ein bisschen übernehmen. Also wenn man den Weber-Tweets folgt, dann bekommt man immer nur relevante Inhalte. So, genug der Eigenwerbung. Was ich vergessen habe eben, ist der Retweet. Man hat eben auch die Möglichkeit, der eigenen Timeline Tweets von anderen Accounts sichtbar zu machen. Also, ja. Ich bin jetzt Follower des Mittelalter-Blogs, aber nicht der Weber-Tweets. Und der Mittelalter-Blog hat einen Retweet gemacht und damit kann ich eben auch den Tweet der Max-Weber-Stiftung sehen. Und wenn ich das gut finde, was die twittern, dann kann ich eben auch entscheiden, ich folge denen selber. Und jetzt steigt hier meine Followerzahl. Hoffentlich, ja, auf 6. Das ist Twitter. So als ein paar Tipps zum Einstieg noch. Ich finde es zum Einstieg sehr sinnvoll, Personen zu folgen und weniger Institutionen. Denn ich finde, die große Stärke von Twitter ist eben die Möglichkeit zur Diskussion und zur Interaktion mit anderen Personen. Diese
Social Media beinhaltet ja eben die Stärke, dass man interagieren kann, dass man selber erstens zum Sender wird, nicht nur zum Empfänger einer Nachricht, aber eben auch, dass man sich miteinander vernetzen kann. Und also bei Konferenzen finde ich das BSSM, nee. Ja, was war das BSSM, ne? Ach ja, da, nee, BSMM. Ja, da vertun sich auch manche mit den Hashtags. Also bei einer Konferenz habe ich so auch die Möglichkeit, wieder eine neue, erstens eine Diskussion im Raum zu starten mit den Leuten. Das ist quasi wie so ein kleines Flüstern zum Nachbarn, dass ich dem ins Ohr sage, oh, der Vortragende da ist aber jetzt gerade nicht so gut und seine Inhalte, naja, hätte er mal besser vorbereiten können. Oder eben sagen, den Vortrag anreichern mit weiteren Informationen. Das passiert eben auch oft, dass dann Links verschickt werden oder Fotos gemacht werden. Ist das der Richtige? Ja, aber lustigerweise vertun sich die Leute da auch. Genau, also Maria Rottler scheint auch zuzuschauen und sie möchte auf die Community-Liste von DE Hypothesis hinweisen und schickt eben einen Link dazu. Also reichert sie quasi über Twitter von zu Hause aus den Livestream an. Also, ja, ich möchte Begeisterungsstürme. Genau, ein weiterer Anknüpfungspunkt eben für DE Hypothesis. Hier sammeln wir die Twitter-Accounts der Blogger bei uns. Und hier bekommt man dann eben auch die Möglichkeit, sich schneeballmäßig weitere Accounts zu suchen und denen zu folgen. Ich glaube, Twitter ist in Deutschland so mit das unterschätzteste, wird sehr unterschätzt, was damit möglich ist. Ja, und das sollte man einfach mal ausprobieren, ein paar Tweets absenden, einen Menschen mal machen und Hashtags ausprobieren und schauen, ist das relevant für mich, finde ich da was, vielleicht mal nach Hilfe fragen und dann bekommt man ein Feedback. Okay, ich würde sagen, Twitter, wenn es da noch Fragen gibt, gerne. Die Hashtags, ja, das habe ich eben, also das ist eben dieses kleine Symbol hier vorne, die Raute. Wie gesagt, es gibt keinen Zwang dazu, sich irgendwo anzumelden für einen Hashtag. Man legt ihn einfach fest, indem man einen Tweet verfasst und sich einen beliebigen Hashtag ausdeckt. Also mache ich das jetzt einfach mal BSSM14. Ich probiere jetzt einfach mal alle aus und schaue mir danach an, was dahinter überhaupt passiert. Hat jemand einen Vorschlag für einen Hashtag, den wir mal ausprobieren? So, jetzt gehe ich mal in meinen eigenen Account, damit ich meinen eigenen Tweet sehe. Hier ist er. Also eben mit der Raute und den verschiedenen Hashtags, die ich jetzt einfach mal ausprobiert habe. Wenn ich draufklicke, werden mir eben alle Tweets angezeigt, die unter diesem Hashtag, wo dieser gleiche Hashtag drin vorkommt. Einmal eben diese hier. Das ist auch ein guter Vorschlag, den Hashtag Erster Weltkrieg mal auszuprobieren. So, da hat sich auch auf internationaler Ebene, manchmal gibt es eben, dass sich Hashtags etablieren. Ist Monast. So, probieren wir die mal aus. Also zum Ersten Weltkrieg eine ganze Reihe von Tweets, die eben den Ersten Weltkrieg zum Thema haben. Zum Beispiel eine Rezension zu einer DVD. Es ist wirklich sehr schwer vorzuführen, was jetzt für einen persönlich relevant ist. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Oder World War I, der wird international genutzt.
auch Unmengen Informationen, was jetzt gerade aktuell zu dem Thema veröffentlicht wurde. Hier ein kleiner Hinweis auf 1914. 2014 ist auch das Grand Guerre Blog, was wir betreiben und taucht auch hier schön auf. Und Histmonast. Hier gibt es auch eine ganze Reihe von Tweets zur Ordensgeschichte. Okay. Damit würde ich jetzt mal sagen, ist Twitter erstmal abgeschlossen. Ich muss auch gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Wie lange habe ich noch, liebe Organisatoren? 20 Minuten, okay, dann machen wir noch Facebook. So, das nächste Thema ist dann eben Facebook. Facebook scheint eigentlich die meisten zu kennen, ist auch am verbreitetsten in Deutschland und auch weltweit, wird aber meistens persönlich genutzt, um sich eben mit Freunden, Bekannten und vielleicht noch Kollegen zu vernetzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nicht nur ein Facebook-Profil anzulegen, das ist eben das persönliche Profil, was einer Person zugeordnet ist, sondern als Institution eine Facebook-Seite anzulegen. Man kann das auch als Blogger machen. Ja. Auch bei Facebook gibt es dieses Prinzip, dass es eine Timeline gibt, wo eben die Inhalte drin auftauchen der Personen, denen ich folge, also meine Freunde. Und jetzt sagen wir mal, Charlotte Jans spricht über die Juli-Krise. Und jemand anderes postet Schweinefotos. Das ist jetzt ganz unterschiedlich. Das ist jetzt meine persönliche Timeline. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, eben Filter anzulegen und mich über die Digital History zu informieren oder nur den Max-Weber-Stiftungsseiten zu folgen. Also was relevant ist und was nicht, ob es persönlich ist oder nicht, entscheide ich selbst, indem ich filter. Genau, dann zeige ich mal eben unsere Seite. Die hat dann auch einen Facebook-Link, facebook.com/Max-Weber-Stiftung. Wenn ich direkt auf die Seite gehe, sehe ich alle Postings, die wir gemacht haben. Einfach chronologisch untereinander angeordnet. Weil ich Administrator der Seite bin, sehe ich auch, wie viele Personen haben diesen Beitrag gesehen. Und daran sieht man jetzt auch schon direkt, was eigentlich bei Facebook ein bisschen anders ist. Dieser Beitrag beispielsweise, der hat 18 Nutzer erreicht, aber wir haben fast 1000 Follower. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Das hat damit zu tun, dass ich in meiner persönlichen Zeitleiste nicht alle Beiträge angezeigt bekomme, sondern dahinter steht ein Algorithmus, der für mich entscheidet, was relevant ist und was nicht. Da fließen viele verschiedene Faktoren ein. Beispielsweise Interaktion, wenn viele Leute kommentieren oder den Beitrag oft geteilt haben, dann wird er für mich als relevant eingestuft. Ja, und dann gibt es eben noch weitere. Also Bilder werden auch gerne angezeigt, weil Menschen eben sehr bildlastig arbeiten. Moment, das ist nicht meine Timeline, das war mein privates Profil, was ich gepostet habe. Das ist jetzt die Timeline, so, das ist richtig. Also hier sind eben viele Kommentare gewesen, viele Leute haben es geliked, deswegen wird es bei mir jetzt ganz oben angezeigt. Das ist auch nicht immer chronologisch angeordnet hier. Ja, bei Facebook ist es eben so, dass man ein bisschen weniger Kontrolle darüber hat, was einem angezeigt wird. Da muss man selber dann eben ja, mehr darauf vertrauen, dass Facebook das richtig entscheidet. Das ist auch ein guter Vergleich zu Twitter. Bei Twitter bekommt man eben alle Inhalte chronologisch angezeigt, aber weil die eben sehr kurz sind, geht das auch. Hier sind die Beiträge manchmal länger. Und also wenn ich da abends reinschaue, dann gucke ich vielleicht mir die 10 letzten Beiträge an, aber nicht 100, 200. Aus Sicht eines Seitenbetreibers bedeutet das natürlich auch, dass man um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Und dass man beobachten kann, welche Inhalte gut ankommen und welche Inhalte nicht gut ankommen. Gehen wir nochmal zur Max-Weber-Stiftungsseite.
Ja, also die Frage war, ob es besser ist, bei Facebook morgens oder abends zu posten. Das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, das sind ganz viele Faktoren, die der Algorithmus verrechnet. Wie dieser Algorithmus arbeitet, ist nicht transparent. Das ist Geschäftsgeheimnis von Facebook und der arbeitet natürlich so darauf hin, dass ich mich möglichst oft bei Facebook einlogge und möglichst viel Werbung angucke. Also versucht er schon, möglichst Relevanz für mich herzustellen, weil das sein Erfolgsmaß ist. Andererseits kann ich auch dafür bezahlen, dass meine Inhalte sichtbar werden. Das ist aus Sicht der Firma natürlich dann interessant zu sagen, okay, für 20 Euro kann ich alle meine 1000 Follower erreichen und die kriegen das dann als Werbung eingeblendet. Genau. Aber auch da wieder, deswegen finde ich Twitter eigentlich als Informationstool ja, besser als eine Facebook-Seite. Aber bei Facebook erreicht man mehr Leute, weil da die meisten eben sind, im Gegensatz zu Twitter. Genau, also als Seitenmanager bekommt man eben auch Statistiken über die Beiträge und kann schauen, welche Beiträge waren erfolgreich, welche waren es nicht. Und hier sieht man eben, ja, der Hinweis auf das Livestreaming ist sehr erfolgreich gewesen, da gab es viele Interaktionen, andere Beiträge eben nicht so sehr, zum Beispiel der Hinweis auf eine Veranstaltung morgen am DHI. Ja. Klaus Graf weist auf die Möglichkeit hin, Listen bei Facebook anzulegen. Genau, also ich habe jetzt selber auch Listen angelegt. Wo sind sie? Hier rechts kann ich Interessen filtern. Wie gesagt, zum Beispiel habe ich eine Liste hier angelegt aller Institute, die innerhalb der Max-Weber-Stiftung bei Facebook aktiv sind. Und so kann ich eben doch alle Beiträge mir untereinander anzeigen lassen. Also hier wird nicht mit einem Algorithmus gefiltert in dieser Liste. Und diese Listen kann man auch öffentlich machen und auch abonnieren. Die Liste von Maria Rottler, weiß ich nicht, ob ich die jetzt in der Kürze finde. Aber wenn Maria mithört, dann kann sie es ja gerne twittern und dann finde ich sie. Genau, deswegen mache ich es auch gar nicht. Klaus Graf sagt, dass die Suche von Facebook nicht so gut funktioniert. Tatsächlich ist sie zumindest in Deutschland noch nicht so gut. Ich glaube, in den USA gibt es mittlerweile den Open Graph und damit kann man eben schon wieder viel besser filtern und suchen. Ja. Wie lege ich jetzt eine Facebook-Seite an? Zeige ich auch mal kurz. Also erstmal muss man ein persönliches Profil angelegt haben. Das ist wieder personengebunden mit Echtname und persönlicher E-Mail-Adresse. Das schreiben die AGBs von Facebook so vor. Also wenn man die AGBs, die Geschäftsbedingungen nicht brechen möchte, dann sollte man den echten Namen angeben. Das kann man gut oder schlecht finden. Andererseits, ja, versuche ich, Facebook immer so zu nutzen, dass alle Inhalte, die ich da publiziere, im Prinzip auch öffentlich werden könnten, weil ich mir nie sicher bin, was einmal im Netz ist, ob da nicht irgendein Schalter mal umgelegt wird, ob jemand einen Screenshot macht und es verbreitet wird, ohne dass ich das wirklich noch kontrollieren kann. Ob das immer so hundertprozentig funktioniert, ist eine andere Frage. So, dann zur Facebook-Seite. Wenn ich dann ein Profil angelegt habe, kann ich eben auch für eine Institution, für einen Blog, eine Seite anlegen. Das kann dann eben hierüber passieren. Dann muss ich mich entscheiden, zu welcher Kategorie das gehört. Ich sage jetzt mal, das ist der gute Zweck, den wir heute verfolgen. 14. Hier wird auch vorgeschlagen, eine Gruppe zu gründen. Das ist noch eine andere Funktion von Facebook, damit kann man eben mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, diskutieren und bekommt eben auch eine Timeline. Hier werden verschiedene Informationen abgefragt. Was ist meine Webseite? Wie soll meine Facebook-Seite? Das will ich, weil Facebook sich sonst beschwert, dass da nichts steht. So, das überspringe ich.
Hier fragt er danach, ob ich das zu meinen Favoriten-Links hinzufügen möchte. Das mache ich jetzt einfach mal, damit ich schneller darauf zugreifen kann. Und hier wird auch wieder das Geschäftsprinzip von Facebook klar, nämlich wenn ich mehr Nutzer erreichen möchte, muss ich eine Werbeanzeige schalten. Das mache ich jetzt mal nicht. Damit habe ich jetzt eine auf Facebook getwittert. Nee. Also also Klaus Graf weist darauf hin, dass der Link zur Liste bei Twitter, zur Facebook-Liste bei Twitter gepostet wurde. Man kann da schon mal durcheinander kommen mit den verschiedenen Diensten, aber ich sehe ihn nicht. Also es gibt die Frage, ob man unterscheiden kann zwischen angezeigten Post und gelesenen Post, ob man das sehen kann in den Statistiken. Nein, das kann man nicht sehen. Also man kann nur sehen, dass er angezeigt wurde auf irgendeinem Bildschirm, sei es auf dem Handy oder im Browser. Ob die Person den aktiv gelesen hat, kann ich nicht sehen. Ich kann nur sehen, wenn interagiert wurde, also wenn es ein Like gab oder wenn es einen Kommentar gab oder der Beitrag für die eigene Timeline geteilt wurde. Das sind ja eigentlich so die Standardfunktionen in den sozialen Medien. Das kann ich wirklich genau nachvollziehen und das beeinflusst auch wieder die Reichweite. Also dadurch, dass geliked wurde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute diesen Beitrag zu Gesicht bekommen über die Zeit. Ja? Also erstmal wird es zwei Personen angezeigt, wenn keiner interagiert, verschwindet der Post ins Nirvana. Wenn jetzt einer davon den Like-Button drückt, dann wird es 10 weiteren Leuten angezeigt. Und so geht das dann immer weiter bis hin zu viralen Posts, die dann Millionen von Menschen gesehen haben. Also so ist dann die Bandbreite. Ja, es gibt noch eine Frage. Genau, es gab gerade den Hinweis, dass ja schon angezeigt wird, wie viele Nutzer erreicht wurden. Ja, es wird angezeigt, aber der Unterschied ist ja, ich kann, also jetzt, wenn ich einfach nur durch meine Timeline scrolle und überhaupt gar nicht lese, also ne, es wird ja nicht meine Augen noch mit erfasst, ob ich das wirklich aktiv gelesen habe, wie lange ich mit dem Artikel verbracht habe. Das wird vielleicht von Facebook erfasst, aber das wird mir nicht angezeigt. So. Dann wird jetzt hier vorgeschlagen, dass ich der Seite ein Like gebe. Sobald ich das tue, wird eben regelmäßig, also besteht überhaupt erst die Möglichkeit, dass die Seiteninhalte in meinem Profil mir angezeigt werden. Also muss man Leute immer dazu aufrufen, like doch unsere Seite. Erst dann, ne, kann ich überhaupt Reichweite gewinnen. Dann auch, genau, jetzt kann ich hier loslegen und kann hier irgendeinen Text schreiben. Auch hier einfach mal der Kürze wegen. Ich kann auch Seiten wieder mit dem Ad verlinken. Na, Max Weber. Oh, das dauert ein bisschen. Max Weber Stiftung ist nicht dabei. Max Weber hat selbst auch eine Seite. Da ist die Max Weber Stiftung. Dadurch wird die jetzt auch anklickbar. Auch bei Facebook kann man Hashtags benutzen, aber das ist sehr unüblich. Und man kann natürlich Links einfügen. Sagen wir mal direkt zur Hauptseite der Max-Weber-Stiftung. So. Und damit habe ich jetzt meinen ersten Beitrag gepostet. Und jetzt bestehen bei einer neuen Seite erstmal zwei Schwierigkeiten. Erstmal, wie gewinne ich überhaupt Likes? Das kann ich über Werbung machen. Das kann ich aber auch machen, indem ich auf der Webseite darauf hinweise, indem ich Personen anschreibe, indem ich mein Adressbuch hochlade. Oh nein, das darf man nicht machen, Datenschutz und so weiter. Also man muss auch aufpassen. Hier wird jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich meine eigenen Freunde dazu einlade, die Seite zu liken.
Dann auch ein typischer Fehler im Umgang mit Facebook-Seiten ist, dass man denkt, wenn die Seite eingerichtet ist, dann reicht das erstmal. Naja, das geht so nicht. Man muss regelmäßig frische Inhalte posten, ansonsten werden die einfach nicht in der Timeline angezeigt. Also man kann eine Seite haben, ich habe jetzt mal ein Beispiel, die habe ich vor ein paar Jahren angelegt, für ein Buch, was wir als Studenten geschrieben haben, Blumen für Clio. Der letzte Beitrag stammt von 2011 und wir haben 19 Gefällt-mir-Angaben, aber einfach dadurch, dass wir da nicht mehr gepostet haben und nicht mehr aktuelle Inhalte nachgepflegt haben, wird dieser Account auch einfach nicht mehr sichtbar. Man muss also regelmäßig schreiben, Neuigkeiten anbieten, zu Interaktionen verleiten, damit Sichtbarkeit gewährleistet wird. Das ist eben das, was da bei Facebook so passiert. So, nochmal zurück zu dem Workshop-Blog, zur Workshop-Seite. Genau, man kann Fotos posten. Fotos sind sehr beliebt. Und ja, also auch bei Facebook und Twitter ist es so, man muss auch ein bisschen immer mitverfolgen. Es ist, was passiert gerade im Netz, wenn man das sehr aktiv betreiben möchte. Und das jetzt, betrifft jetzt aber auch wieder eher das Community-Management. Wenn jetzt gerade Eulenbilder in sind, dann ist es ab und zu mal nett, ein Eulenbild zu posten zu Weihnachten und frohe Weihnachten zu wünschen. Das wird dann vielen Leuten angezeigt und lockt dann auch wieder neue User zu unserer Facebook-Seite. Da muss man manchmal ganz pragmatisch sein. Eben weil man ja auch seriöse Inhalte an den Mann bringen will. Wenn man jetzt immer nur Veranstaltungsrezensionen postet, wo die 90% der Leute nicht mal ein Like geben, die wird keiner sehen, wenn nicht zwischendurch mal so ein kleiner Eyecatcher dabei ist oder irgendeine nette Information. Man kann sich ja selbst ein bisschen beobachten, wenn man die eigene Facebook-Timeline durchliest. Was interessiert mich davon überhaupt, was jetzt die Max-Weber-Stiftung zum Beispiel postet? Manchmal muss ich ganz selbstkritisch sagen, viele Veranstaltungen sagen mir jetzt erstmal nichts, weil es ja ganz unterschiedlich ist, was an den Instituten gemacht wird. Aber wenn dann was interessant ist, dann kann ich natürlich sagen, cool, jetzt ist gerade der Livestream, wir sprechen über Blogs und Social Media, das interessiert auch meine Freunde, zack, teile ich das mit denen. So. Dann noch ganz kurz zum, gibt es noch Fragen zu Facebook? Ja? Gar nicht. Also die Frage war, arbeiten wir mit Werbeanzeigen? Und die Antwort ist nee, noch nicht. Also noch vielleicht, ne? Weil Facebook entwickelt sich natürlich immer weiter und wenn wir feststellen, dass unsere Beiträge immer weniger Reichweite bekommen, müssen wir tatsächlich am Ende auch mal überlegen, manche Beiträge ein bisschen nach vorne zu schieben, weil die uns wichtig sind. Das wäre eine Überlegung, die man machen kann. Momentan ist das aber nicht so. Ich habe das auch mal im Rahmen des Crowdfundings für die deutschen Nachkriegskinder ausprobiert, um eben viele Leute auf die Crowdfunding-Seite zu locken. Die Ergebnisse waren aber relativ bescheiden. Ich habe da 22 Euro reingesteckt und habe, glaube ich, 80 Leute auf die Seite gelockt, von denen vielleicht einer eine Unterstützung gegeben hat. Immerhin, aber also die Effekte sind überschaubar. Man muss schon relativ viel Geld da reinstecken, um große Effekte zu erreichen. Ja. Gibt es noch Fragen zur Facebook-Seite? Dann möchte ich Google Plus noch kurz vorstellen. Google Plus möchte ich aber erstmal aus einer anderen Perspektive vorstellen, nämlich aus Sicht der Suchmaschine. Google Plus wird immer so kommentiert von wegen, oh, jetzt noch ein soziales Netzwerk. Wir haben jetzt schon zwei kennengelernt, eigentlich reicht es jetzt erstmal. Damit bin ich ja schon 2 Stunden am Tag beschäftigt. Was mache ich den Rest des Tages? Gucke ich jetzt auch noch Google Plus? Nee, eher nicht. Aber trotzdem ist Google Plus ein relativ wichtiges Netzwerk, weil wir doch irgendwie alle die Suchmaschine Google benutzen. Und wenn ich jetzt beispielsweise einfach mal nach Mittelalter suche und ich gucke mir nur die erste Seite an, dann werden Inhalte von Google Plus auf der ersten Seite angezeigt. Eben der Hinweis auf das Mittelalter-Blog zu einem Einführungstext, der vor 3 Tagen erschienen ist und den wir über den DE-Buthesis-Account bei Google Plus automatisch weiterleiten. Also damit erreichen wir die Leute in der Suchmaschine zum einen.
Also darf man das auch nicht ganz vernachlässigen, wenn man eben wieder an das Thema Sichtbarkeit denkt. Zum anderen ist natürlich interessant, was wir hier selbst machen. Wir nutzen Google Plus eben, da gibt es noch weitere Funktionen. Ne? Gehe ich jetzt mal auf die Google Plus Seite, das halte ich jetzt aber kurz. Es ist bei Google Plus wieder das gleiche Prinzip. Es gibt Profile, es gibt Seiten, es gibt die Möglichkeit, ein Plus 1 zu geben, das ist ein Like. Es gibt die Möglichkeit, Beiträge zu teilen und zu kommentieren. Es gibt Hashtags, die hier ein bisschen anders angeordnet sind. Und man kann Links verlinken und sieht dann eine kleine Vorschau und kann dann sich den Artikel anschauen. Was ich aber besonders interessant finde, ist eben die Möglichkeit, Videokonferenzen zu machen. Und dieses Livestreaming beispielsweise läuft als Videokonferenz. Und diese Videokonferenzen kann man eben als Livestream anbieten, sodass alle Leute, die jetzt zuhören und zuschauen, das mitbekommen. Es gibt also einmal Hangouts, das sind die privaten Videokonferenzen, und es gibt eben Hangouts on Air, das sind die öffentlichen Livestreams, die eben auch als Videokonferenz angeboten werden können, so dass sich mehrere Leute unterhalten. Hier sieht man beispielsweise verschiedene Videokonferenzen, die gerade stattfinden. Da kann man sich auch beliebige Sachen anschauen, und hier taucht jetzt eben auch unser Livestream direkt auf, also alles sehr selbstreferenziell gerade wieder. Okay, also ich, Klaus Graf sagt, er hat unter unserem Hashtag das, unter welchen denn? Welchen? Ich weiß, unter dem richtigen, aber ich weiß leider nicht mehr, wer. So, also hier kann man eben auch nach Beiträgen und nach Hashtags suchen und findet eben das erwähnte Bild von Klaus Graf von der Tagung aus der anderen, aus der persönlichen Perspektive. Und auch hier der Hinweis des Mittelalter-Blogs auf die Veranstaltung heute und auf den Livestream. Genau, hier gibt es auch die Funktion zu folgen und dass einem selbst zurückgefolgt wird. Bei Google Plus heißt das dann einkreisen, weil es eben, wo ist es? Personen, vermute ich mal. Hier etwas anders organisiert ist, meine Kreise. Also hier unten sind die Kreise und da kann ich eben Leute hinzufügen und danach wieder filtern. Das sind dann auch so Listen, wo ich dann eben nur die Beiträge dieser Personen sehe. Aber eben die große Stärke, würde ich sagen, ist das Livestream vor Ort. Sehen wir das jetzt mal hier. Was wird jetzt eigentlich übertragen? Ich komme jetzt auch schon ein bisschen durcheinander. Auch in den Livestream hat man eben die Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben oder die Kamera zu nutzen, die jetzt hier schwenkt. Aber jetzt gerade möchte ich einfach nur als Vollbild mal den Bildschirm freigeben. So, oh, das wird jetzt ein bisschen wild. Dann lassen wir das nochmal, sondern nehmen wieder nur die Seite. Ja, also auch hier gibt es die Möglichkeit zur Interaktion, Fragen und Antworten zu ermöglichen, Schnappschüsse online zu stellen oder auch verschiedene Spielereien, die uns jetzt aber nicht weiter interessieren sollen. Chat ist auch eingebaut und hier unten sieht man eben, das sieht man jetzt im Livestream leider nicht, die Möglichkeit, verschiedene Teilnehmer einzublenden und auch zwischen denen hin und her zu schalten, zum Beispiel das interessierte Publikum. Ich selbst bin auch noch hier oder eben den Bildschirm. So, das finde ich eine sehr starke Funktion, gerade wenn ich mir überlege, auch in der Max-Weber-Stiftung haben wir eine Telefonkonferenzanlage, die kostet ein Schweinegeld und das hier ist alles kostenlos und funktioniert über den Webbrowser und die Webcam und ja, kostenlos. Habe ich kostenlos gesagt? Noch kostenlos. Man bezahlt natürlich mit seinen Daten, die laufen alle über die Google-Server, was jetzt mich bei einem Livestream nicht so stört.
wenn ich jetzt geschäftliche Dinge bespreche, man kann ja die Nachrichten lesen und dann weiß man eigentlich Bescheid, was wie passiert im Internet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Gut, ich würde sagen, das ist Google Plus. Und damit habe ich den ersten Praxisteil soweit ausführlich durchgeführt, denke ich. Danke. Ja, vielen Dank. Das war ja nicht der letzte Praxisteil zum Glück. Und man hat ja schon durch die Zwischenfragen hier im Publikum vor Ort gemerkt, dass es auch großes Interesse gibt. Wir machen weiter in unserem Programm mit einem Vortrag von Björn Geber, den ich selber nicht mehr vorstellen muss, weil er das schon selbst getan hat. Ich würde stattdessen ein wenig was dazu sagen, wie der Rest des Tages verlaufen wird. Wir möchten eigentlich nun im Prinzip den Status quo abklären, also welche Formen gibt es, also welche Formen des Bloggens gibt es, welche Blogs gibt es bereits. Wir haben einige Erfahrungsberichte von Bloggenden. Wir haben promotionsbegleitende Blogs, die vorgestellt werden. Wir haben einen Themenblog, auch verschiedene Fachforen, Institutionenblogs. Und was wir jetzt den Rest des Tages eigentlich besprechen und diskutieren wollen, ist, welche Erfahrungen hat man damit gemacht, welche Möglichkeiten, welche Chancen, welche Risiken sind damit verbunden. Also ein wenig das Panorama aufzeigen und dann natürlich immer unter der Voraussetzung, was braucht man noch, was ist vielleicht tragfähig, was ist vielleicht eine Sackgasse. Den Anfang macht Björn Gebert, der ja medievistische Wissenschaftsblogs, Arten und Plattformen vorstellen wird. Danke. Zunächst möchte ich die Frage aufgreifen, die bei Sascha Försters Vortrag noch aufgetaucht ist. Konkreter Nutzen von Twitter für Medievisten, habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Das kurz als Überblick. Das ist sicherlich nicht alles, aber das ist definitiv ein Nutzen, den ich bisher aus Twitter gezogen habe. Ne, Vernetzung ist eigentlich ein Totschlagbegriff mittlerweile geworden, aber er trifft definitiv zu. Die Netzwerke, die man über Twitter gewinnen kann, sind auch Geld wert gewissermaßen, indem man an manche Dinge, beispielsweise Publikationen, ganz schnell mal herankommt, wenn man einfach den Autor anschreibt, der ihn schon kennt über Twitter und das nicht per Fernleihe bestellen muss beispielsweise. Calls for Papers. Ich persönlich habe nicht gedacht, dass es so viele medievistische Konferenzen gibt, wie ich es auf Twitter gelernt habe. Ganz ehrlich, über Hazards Kult kommt ein großer Teil sicherlich, aber gerade international gibt es natürlich wesentlich mehr und das kriegt man über Twitter mit. Ne? Hashtag CFP, Call for Papers. Gleiches gilt für Konferenzankündigungen, also nicht nur wenn man selbst sich bewerben möchte für eine Tagung, sondern auch, wenn man einfach nur teilnehmen möchte. Stellenhinweise auch über Twitter. Ne, gerade für englische Unis und andere Institutionen sehr hilfreich. Dann kann man Konferenzen per Twitter selber folgen, wo man nicht anwesend sein kann. Beispiel für Medievisten, International Medieval Congress steht an, Hashtag IMC 2014. Ne, ist an der Folie, sehen Sie. Dann natürlich die klassische Verteilerfunktion von Blogs und anderen Websites, die eben was geschrieben haben und das dann verteilen über Twitter und andere soziale Medien, kriegen Sie natürlich nur mit, wenn Sie Twitter benutzen. Und ich denke, Twitter ist noch das Hauptverteilungsmedium, gerade außerhalb dann von Deutschland. Wer mehr darüber wissen möchte, also ich habe mir das schnell zusammengeschrieben, aber es gibt auch publizierte Beiträge dazu. Das ist so der Nachklang zu der zweiten großen internationalen Mittelalter-Konferenz in Kalamazoo, die schon gelaufen ist. Und da hat ein junger Mann 8 Gründe zusammengestellt, warum man als Mediavist oder Mediavistin Twitter nutzen könnte. Das Ganze habe ich hier als Tweet vorbereitet und setze das jetzt ab, sodass man dem auch folgen kann, wenn man möchte. Ja, ist raus und sollte funktionieren. So, dann komme ich zu meinem eigentlichen Vortrag jetzt, dem zweiten. Blogs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Doch sie sind zum Teil sehr verschieden. Nicht nur inhaltlich. Wer bei einem Blog zuerst an eine Art persönliches, wenn auch weniger privates Online-Tagebuch denkt, dürfte damit einen Großteil der vorhandenen Weblogs erfassen, aber längst nicht alle. Wissenschaftsblogs gibt es nicht erst seit 1 oder 2 Jahren. So ist das allseits bekannte Blog Archivalia von Klaus Graf, der dankenswerterweise auch hier dabei ist, bereits seit über 11 Jahren online und der älteste Beitrag
in dem medievalistischen Blog Le Manuscrit Médiéval von Jean-Luc Dufic, dann von 2005. Hinter jedem Blog steckt eine Software, ein Content-Management-System, ähnlich denen, die viele von Ihnen mittlerweile auch aus dem regulären akademischen Betrieb kennen, denn sie ermöglichen es Ihnen nämlich, Ihre eigenen Inhalte auf der Website Ihres Instituts oder Ihrer Universität zu verwalten, ohne wie früher jedes Mal einen Administrator um ein Update zu bitten. Das heißt, im Prinzip kennen Sie das alle schon. Wenn es um einen Blog geht, spricht man hier von sogenannten Weblog-Publishing-Systemen oder Weblog-Software. Ich habe das mal als Abkürzung definiert und werde in der Folge eher WPS sagen. Und diese WPS gibt es einige. Grundsätzlich haben Sie für den Betrieb eines Wissenschaftsblogs zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass Sie ein solches WPS auf einem eigenen Server installieren. Die Wikipedia listet bei dem entsprechenden Eintrag jetzt diese 8 mehr oder weniger verbreiteten Softwares. Die verbreitetste dürfte wohl WordPress sein, darum habe ich das fett gekennzeichnet in schwarz. Es gibt aber natürlich mehr als diese 8. Genau. Von diesen 8 sind die meisten mit freier Lizenz zu erhalten. Sie benötigen Know-how und das die ganze Zeit über pflegen müssen. Bequemer, weil ohne großartige Vorkenntnisse zu betreiben, ist die zweite Form zu den Hostern. Sie eröffnen bei dieser zweiten Möglichkeit einen Blog bei einem sogenannten Application Service Provider. Vom Internet, ISP, Internet Service Provider. Und hier ist es eben der Anwendungsdienstleister. Dieser Dienstleister stellt Ihnen kostenfrei oder kostenpflichtig ein mehr oder weniger vorkonfiguriertes Blog zur Verfügung und er supportet es. Mehr oder weniger schnell. Bei der Max-Weber-Stiftung geht das immer recht schnell, dass jemand reagiert. Genau. Der stellt es Ihnen zur Verfügung und supportet es, während Sie dieses Blog dann füllen und innerhalb vorgegebener Grenzen dann auch vom Design her individualisieren können und natürlich besonders von den Inhalten. Die Wikipedia listet hier 5 Anbieter, also der Wikipedia-Artikel zu den Softwarelösungen für Blogs. Und das ist, wie ich finde, ein bisschen mager, zumal der Artikel dazu ohnehin recht wenig umfangreich ist. Einen englischen Artikel gibt es gar nicht zu Weblog Publishing Software, beziehungsweise gibt es ihn nicht mehr. Der wurde nämlich gelöscht vor einer Weile. Wir haben diese 5 Systeme hier drauf. Dazu würde ich zum Beispiel noch ergänzen, dass hinter blogger.com nichts anderes steckt als Google höchstpersönlich. Und auch das Portal blogspot.com. Das ist also kein eigenes Portal, sondern wenn Sie einen Blog finden, das auf der Domain blogspot.com.de, COUK, NO oder sonst was läuft, ist das letztlich auch blogger.com und damit Google. Finde ich zumindest interessant, könnte man darauf hinweisen. So, dann würde ich beispielsweise noch diese 4 ergänzen. Klar, Hypothese haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt. Und allein auch diese 9, die wir jetzt hier haben, ist natürlich. Nun zu den Wissenschaftsblogs, und zwar zu den medievalistischen im engeren Sinne. Blogs, die sich wissenschaftlich mit dem Mittelalter auseinandersetzen, gibt es sowohl in der Form, dass sie über einen eigenen Server laufen, also die erste Variante, und oft auch als Teil einer herkömmlichen Website einer Institution betrieben werden. Oder in der Form, dass sie auf einem der genannten Portale gehostet sind, zweite Möglichkeit. Besonders verbreitet sind hier bei den medievalistischen Blogs, soweit ich es überblicke, WordPress.com, Blogger.com, beziehungsweise eben die Blogspot-Varianten und Hypothesis.org. Letzteres, Hypothesis, unterscheidet sich von den ersten, allerdings insofern, dass es einen Fokus allein auf Wissenschaftsblogs besitzt und auch nur derartige Blogs beherbergt. Derzeit umfasst der aktuelle Katalog 852 Blogs, also das war vorgestern der Stand, die meisten davon aus Frankreich, 614, glaube ich. Die 2012 gegründete Tochter DE Hypothesis beheimatet davon derzeit 102 Blogs im offiziellen Katalog. Das heißt, in den Katalog kommen sie, wenn sie regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum hin was liefern auf dem Blog.
Und die E-Hypothesis richtet sich ausschließlich an die deutschsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Holländer fallen mit runter, habe ich den Eindruck gehabt. Die haben kein eigenes Subportal. Noch nicht. Einen spezifisch medievistischen Fokus haben davon, von diesen 102 Blogs auf die E-Hypothesis, wiederum 9, soweit ich das überblicke. Typen. So viel zu den Plattformen. Nun zu den Typen medievistischer Blogs. Wie bei allen Typologien oder Modellen dient auch diese Einteilung nur zur Vereinfachung und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Endgültigkeit, geschweige denn auf Verbindlichkeit. Ich möchte im Folgenden vier Ebenen der Einteilung unterscheiden, nämlich eine Betreiber-, eine Bespielungs-, eine Beitrags- und eine Inhaltsebene. Ich komme direkt zur ersten. Hier gibt es meiner Meinung nach nicht allzu viele Möglichkeiten. Betreiberebene, entweder ist der Betreiber eine Person, beispielsweise ein Doktorand, oder eine zweite Möglichkeit, ein Personenkollektiv, zum Beispiel eine Interessengemeinschaft von 3 Nachwuchswissenschaftlern oder formaler, zum Beispiel eine DFG-Forschergruppe. Ne? Kann es auch geben. Und dritte Möglichkeit ist, eine Institution betreibt das Blog. Wer denn tatsächlich die Beiträge schreibt und wie viele Leute das von Institutionen tun, ist eine andere Frage, aber dazu kommt vielleicht noch nachher einer der anderen Referenten. Genau, eine Institution könnte sein, ein Lehrstuhl oder eine Bibliothek beispielsweise. Zweitens, Bespielungsebene. Da scheint es mir grundsätzlich 2 Typen zu geben, individuelle Blogs und kollaborative Blogs, Gemeinschaftsblogs. Bei jedem der beiden Typen lässt sich wiederum unterscheiden, ob einzig und allein ad hoc publiziert wird, ob ein mehr oder weniger fester Publikationsplan verwendet wird, also erstmal ob er existiert und dann ob er eingehalten wird, oder ob sogar eine auf längere Zeit zugeschnittene Strategie verfolgt wird. Letzteres wäre etwa beim Projektblog einer Forschergruppe denkbar, weil das ist ja ohnehin zeitlich befristet und dann kann man sich ja verschiedene Stepstones setzen und dann dementsprechend publizieren. Drittens, Beitragsebene. Grundsätzlich könnte man hier zwischen den folgenden Typen differenzieren, die an der Hand schon sind, wobei klar zu sagen ist, dass die allermeisten Blogs natürlich mehrere Beitragsarten anbieten und besonders hier die Zuordnung eines Beitrags zu nur einer Beitragsart natürlich nicht immer möglich ist. Die einzelnen Typen, kurz noch was dazu gesagt, streng wissenschaftlich, damit meine ich beispielsweise kleinere wissenschaftliche Online-Publikationen, wie eben kurze Aufsätze, Miszellen etc. Dann Quellenübersetzung, wie wir das beispielsweise mit der Historia Occidentalis von Jakob von Vitry machen, die wir gerade auf Deutsch übersetzen. Und dann haben wir das Blog Mittelalter am Oberrhein, das seinerseits das Chronikon Dirk Lense übersetzt und auch sogar kommentiert seit kurzem. Dann Informationsbeitrag. Klar, ne, da kommen wir kurz vor Papers, Stellenausschreibung, Konferenzankündigung, Personen, Projekt und Institutionsvorstellung, Rezensionsüberblicke, Neuerscheinungen. Das würde ich als informativ hier mal gruppieren wollen. Dann Reflexionsbeiträge wie zum Beispiel Tagungs- oder Workshopberichte. Dann Dokumentation meint beispielsweise eine Projektdokumentation oder auch eine Live-Dokumentation von Leads beispielsweise, wie wir das wie das Caroline Döring im letzten Jahr gemacht hat auf dem Blog. Das wäre dann quasi eine Mischung aus Dokumentation und Reflexion gleich, ne? Was eben quasi live passiert. Ja, und informelle Diskussion ist, glaube ich, klar. Ne? Also Kommentarfunktionen kann man nutzen und etwas zur Diskussion stellen und dann eben kommentieren lassen. So, dann zur inhaltlichen Ebene. Hier könnte man diese Sachen unterscheiden, wobei sich diese verschiedenen Typen natürlich nicht immer gegenseitig ausschließen. Weshalb ein Blog mehreren Typen zugeordnet werden kann hier in dieser modellhaften Typologie. Hier würde ich sie also einteilen in mono- oder interdisziplinäre Blogs, klar, was gemeint ist. Dann fokussiert auf ein Thema könnte zum Beispiel sein Landesgeschichte, soll es Blogs geben. Fokussiert auf einen konkreten oder eng umrissenen Forschungsgegenstand, zum Beispiel ein Dissertationsthema oder ein zeitlich befristetes Forschungsprojekt. Ne? Doktorandenblogs kommen auf jeden Fall heute noch zur Sprache. Dann Quellenart könnte zum Beispiel ein Blog einfach über Glossen sein. Quellenträger, Handschriften. Ne? Handschriftenblogs gibt es wirklich doch relativ viele. Oder über eine Quelle, wie zum Beispiel ein konkretes Handschriftenfragment. Teilepoche ist klar,
hoch, früh, Spätmittelalter. Oder eben man hat ein umfassenderes Konzept und versucht halt epochen- und themenübergreifend zu arbeiten. So, das zum Theoretischen. Jetzt würde ich einfach noch 5 Blogs vorstellen. Dafür habe ich aber explizit keine Blogs von DE-Hypothesis gewählt, um einfach die Breite der medievistischen Blogsphäre besser deutlich zu machen. Es gibt natürlich nicht nur DE-Hypothesis, aber es ist schön, dass es das gibt. Erstens, das ist dieses nette Blog. Das wird von einer an der Universität Toronto betriebenen Postdoktorandin betrieben, die den Namen Ainhoa Castro hat. Und das Blog beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der visigotischen Schrift. Wir gucken uns das einfach mal an. Und das tut es auf paläographischer, aber auch auf oder in vielmehr kulturwissenschaftlicher Perspektive. Hierbei wird das Blog als solches kombiniert mit einer Liste, nämlich einer Liste von Manuskripten in visigotischer Schrift, die wir hier mal kurz sehen. Ja, Sie sehen, das ist einfach eine Auflistung der Handschriften nach Signatur, Provenienz, Datum und dem Inhalt. Das sind ja einige und das macht dann, glaube ich, insgesamt 359 Stück visigotische Handschriften. Das ist eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. Dann wird es weiterhin kombiniert, dieses Blog, mit einer Timeline. Da kann man sich all diese Manuskripte, die wir gerade in der Liste gesehen haben, auch in ihrer chronologischen Abfolge ansehen. Mit markierte Open Timeline. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich finde, das ist sehr übersichtlich, also sehr, sehr eindrucksvoll, auch grafisch aufbereitet. Hat ein bisschen was von dem von der PowerPoint-Alternative Prezi oder Prezi, wie man es auch immer aussprechen mag. Und da können Sie nacheinander sich Daten zu den einzelnen Manuskripten in visigotischer Schrift anschauen. Also da steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit drin und darum habe ich das als erstes Blog ausgewählt. So, zweitens, ich sprach vorhin schon davon, dass die British Library mehrere medievistische Blogs betreibt. Eines davon ist dieses, das Medieval Manuscripts Blog. Das wird derzeit gepflegt von Sarah Biggs, einer Londoner Doktorandin, die aber leider nicht kommen konnte, obwohl wir sie angefragt hatten, die in der British Library in der Handschriftendigitalisierung arbeitet. Im Blog stehen die Manuskripte der Bibliothek selbst im Vordergrund und in hoher Frequenz erscheinen dort neue Beiträge. Hohe Frequenz heißt wirklich alle paar Tage. Genau. Die Leser des Blogs werden dabei gelegentlich mit einbezogen und dürfen etwa anhand einer Abbildung aus einem Manuskript erraten, um welche Handschrift es sich handelt. Passend zu einem institutionell betriebenen Blog wird hierbei auf das eigene Webangebot verwiesen, über das die gesuchte Signatur dann ermittelt werden kann. Gewissermaßen spielend entdeckt der eingebundene Nutzer dann nicht nur die Bestände der British Library, sondern übt sich auch im Umgang mit den Findmitteln. Doch die Beiträge des Blogs beschränken sich nicht etwa nur auf Eigenwerbung. Ganz allgemein stehen Handschriften im Vordergrund und deshalb wird auch der Umgang mit ihnen thematisiert. Exemplarisch möchte ich hier auf einen Beitrag verweisen, in dem die Frage diskutiert wurde, ob denn nun Handschuhe bei der Benutzung verwendet werden sollten oder nicht. Ja, Sie wissen, das ist sehr unterschiedlich in den Bibliotheken und manche Leute belächeln einen, wenn man den Handschuh auspackt. Manche sagen, richtig, dass Fett den Handschriften nicht unbedingt schadet. Ne? Ist ja Pergament, Tierhaut, wissen das. Wer das aber vollständig sich anschauen möchte, der sei auf das Blog von der British Library hier verwiesen. So, das zu diesem Blog. Bleiben wir aber noch kurz in England.
zum Magna Carta-Jubiläum im nächsten Jahr wurde ein Projektblog ins Leben gerufen, das von 3 Wissenschaftlern betrieben wird. Nämlich von 2 Historikerinnen und einem Informatiker. Zweck des Blogs ist es, das Forschungsprojekt zu begleiten, dessen Ziel nicht nur die Übersetzung und Kommentierung der lateinischen Fassung der Magna Carta von 1215 und 1225 ist, sondern offenbar auch eine neue Online-Edition der Charta. Ich hoffe hier persönlich auf eine Umsetzung durch XML-TEI, aber auf die Schnelle habe ich eben keine weiteren Angaben zu dem Plan gefunden, wie man diese Edition gewährleisten möchte. Seit 2012 gibt es das Blog bereits. Es gibt einen Blogbeitrag von 2012, einen von 2013, aber erst in diesem Jahr stieg dann die Frequenz der Beiträge. 12 oder so sind es jetzt dieses Jahr schon. Und so gab es etwa Posts zum Entstehungshintergrund der Magna Carta oder zu ihrer Rezeptionsgeschichte schon im Mittelalter. Weitere Beiträge von waren etwa Besprechungen von BBC-Produktionen zum Thema oder Blicke hinter die Kulissen des Forschungsprojekts selbst. Was man indessen versäumt hat, auf dem Blog deutlich sichtbar zu platzieren, ist ein Link zur Projektwebsite an sich. Hier ist man auf sporadische Links in den einzelnen Blogbeiträgen oder eben auf die Google-Suche angewiesen. Ich habe das hier mal schon gemacht. Also da finden Sie natürlich noch wesentlich mehr Informationen zu dem Projekt, als Sie nur in dem Blog finden werden. So, viertens, Quadrilateral wiederum um einen Projektblog, aber dieses Projekt ist nicht befristet und es ist auch völlig anderer Art als das Magna Carta. Junge Forscher werden über das Projekt bereits seit 2005 jährlich mit der Arbeit an den Handschriften vertraut gemacht, was vielleicht zeigt, dass es offenbar nicht nur an deutschen Universitäten ein defizitäres Angebot an hilfswissenschaftlichen Kursen und daher einen dringenden Bedarf gibt, das außerhalb der regulären Studienzeit nachzuholen, wie beispielsweise durch verschiedene Handschriftenkurse ja auch in Deutschland. Genau, das Blog zum Projekt ist noch kein Jahr alt. Und bisher sind dort vor allem Tagungsberichte und Beiträge zum Doktorandenalltag erschienen. Aber auch im Blog kommen natürlich die Handschriften selbst zur Sprache. So etwa im Januar in einem Gastbeitrag. Und zwar in einem Gastbeitrag eines promovierten Forschers, der über erste Erfahrungen bei der Arbeit mit Manuskripten in Bibliotheken schrieb. Und zwar über seine eigenen Erfahrungen und über diejenigen von Twitter-Nutzern, die auf seinen dort geäußerten Aufruf zum Erfahrungsbericht reagiert hatten. Jetzt können wir wunderschön das einbetten, was wir vorhin gelernt haben über Hashtags. Der Beitrag hat auch den Titel dieses Hashtags. Unter dem wurden dann eben die Zwischenergebnisse auch dort kommuniziert. Die meisten der hier Anwesenden werden sehr gut wissen, dass solche Erfahrungen von Bibliothek zu Bibliothek und von Bibliothekar zu Bibliothekar sehr unterschiedlich sein und manchmal sehr überraschend positiv wie negativ verlaufen können. Ich erinnere mich selbst noch gut an meine eigenen Erfahrungen in verschiedenen Pariser Bibliotheken im Jahr 2012. Kurzum, Sie werden ahnen, dass es sich hier um einen wirklich unterhaltsamen Beitrag handeln könnte. Letztes Blog. Aller guten Dinge sind 5. Das ist ein ganz junges Blog, das ich vorstellen möchte, an dem auch eine unserer Autorinnen vom Mittelalter-Blog, Evina Steinova, beteiligt ist. Das ist wiederum ein Projektblog. Voices from the Edge, ein niederländisches. Und an dem arbeiten neben Evina auch noch die Projektleiterin selbst mit und eine Postdoktorandin. Ne, das Projekt sehen Sie hier nochmal, Magna Scholarship, oder Sie haben es hier auch gesehen. Das Projekt läuft noch bis Mai 2016 und beschäftigt sich mit Text am Text. Text am Text in Handschriften, also etwa mit marginalen oder interlinearen Ergänzungen. Ziel ist es, den zeitgenössischen Umgang mit mittelalterlichen Manuskripten als Ausdruck der jeweils aktuellen Praxis des Lesens und Kommentierens von Texten in der materiellen Realität einer Handschrift zu untersuchen und etwa typische Muster beim Kommentieren von bestimmten Textgattungen in bestimmten Regionen oder in bestimmten Zeitperioden zu erkennen. Man kann dieses Blog meiner Meinung nach absolut mit Gewinn lesen. So ging es mir beispielsweise mit einem Beitrag über Tironische Noten. Ja, Sie wissen natürlich alles, was Tironische Noten sind. Oder doch nicht. Genau, aber das ist auch
einer Funktion davon, dass Sie Sachen, die Sie im Studium vielleicht mal gehört haben oder die Ihnen in der Handschrift hin und wieder mal begegnet sind, einfach da ja, erkennen können und vertiefen können. Ja, und dieser Beitrag beschäftigt sich mit ironischen Noten in karolingerzeitlichen Manuskripten und über die möglichen Implikationen ihrer Verwendung in einer bestimmten Handschrift für einen Text. Also warum verwendet man die in welchen Texten beispielsweise? Soweit so gut. Mit den ausführlichen Vorstellungen von Blogs höre ich an dieser Stelle auf. Ich verweise auf unsere Medieval Blog Roll auf der linken Seite vom Mittelalter-Blog. Wo Sie jeweils 13 immer wechselnde Links sich anschauen können. Ja, das meine ich hier. Und die führen dann zu weiteren, unserer Meinung nach, interessanten Weblogs. Das sind um die 30 jetzt. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, die wir jetzt aber nicht systematisch erfasst haben. Aber ich glaube, die von der E-Hypothese sind natürlich dabei. Ich hoffe jedenfalls, Sie konnten einen Eindruck davon gewinnen, welche Plattformen und Typen medievistischer Blogs existieren und aus den 5 konkreten Beispielen sehen, wie das Ganze dann praktisch aussehen kann. Und vielleicht ist auch eins dabei gewesen, was Sie selbst interessant fanden oder Ihnen Anregungen für Ihr eigenes Blog bringt. Ich könnte zwar jetzt noch unser Blog detailliert vorstellen, aber das soll ja hier keine Werbeveranstaltung sein. Und da wir bereits genug im Scheinwerferlicht stehen, widerstehe ich der Versuchung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das wunderbare Panorama und für das perfekte Zeitmanagement. Wir haben jetzt tatsächlich noch 15 Minuten Zeit, bevor wir in die Mittagspause gehen, um zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Gibt es Fragen? Ja, was mir aufgefallen ist bei Ihrer Vorstellung, dass kein deutschsprachiges weiteres Blog jetzt dabei war. Das war nur englischsprachige, oder? Die 5, die ich jetzt explizit vorgestellt habe, ja, ich wollte explizit da keines von DE-Hypothesis nehmen und ich hätte sicherlich auch ein deutschsprachiges außerhalb von DE-Hypothesis finden können, aber viele gibt es tatsächlich nicht. Also es, ja. Also es ist wenig. Es ist wenig, ja. Gut. Ja. Ja, hätten Sie gerne ein Beispiel gehabt, ja. Fällt mir jetzt auch auf die Schnelle keins ein, aber es müsste 2 oder 3. Ja, dann hätte ich vielleicht noch eine zweite Frage zur Zukunft von, oder ein kleines Statement zur Zukunft von wissenschaftlichen Blogs. Wir hatten letzte Woche einen Workshop im IEG in Mainz zur Creative Commons Lizenz. Und dabei ging es darum, welche Lizenzen wissenschaftliche Projekte, die im Internet publizieren, verwenden sollten. Und ja, meine persönliche Meinung ist, man sollte so offen wie möglich publizieren, also CC0, da verzichtet man auf alles. Und dann haben wir das diskutiert und bei der Diskussion kam dann raus, dass es im Hinblick auf die Zukunft der Projekte sinnvoller sein kann, CC by name zu wählen. Denn wenn jetzt im Internet Ihre Daten genutzt werden und Sie die unter CC by name freigeben, dann muss Ihr Projekt immer genannt werden, wenn die weiterverwendet werden. Wenn das jetzt, ja, wenn das jetzt mehr der Fall ist, dann können Sie durch entsprechende Online-Tools später mal feststellen, welche Reichweite Ihre Projektdaten im Internet haben. Und das könnte natürlich auch ein Kriterium für die fördernden Institutionen sein. Wenn ich jetzt aber CC0 nehme, dann ist mein Name weg. Das heißt, dann kann ich später nicht mehr feststellen, wo ich überall weiterverwendet wurde. Und vielleicht ist das aber auch eine interessante Sache für die Blogs als zukünftige Publikationsplattform. Wenn ich jetzt einen Beitrag für ein wissenschaftliches Blog schreibe und der dann im Netz mit den CC-Lizenzen rezipiert wird, dann kann ich vielleicht in einigen Jahren dann feststellen, wo der überall rezipiert wird, über die Links, das geht ja relativ einfach, und kann dadurch auch möglicherweise eine neue Art für diese Citation-Indizes aufbauen, also eine neue Evaluationsmöglichkeit hätte ich dann, wie weit solche Beiträge dann reichen. Ja, das ist eine schöne Idee und geht tatsächlich sehr weit in die Zukunft auch rein, auch konzeptuell. Sie sehen hier gerade, wir haben dieses CC BY und dann unter gleichen Bedingungen gewählt. Ich glaube, Hypothesis spricht sich selbst einfach nur für CC BY aus, aber ich glaube, hier im Publikum sind auch kompetentere Leute, die da auch
konzeptuelle Vorstellungen mit haben, zum Beispiel Klaus Graf, wenn Sie das Mikro gleich... Ja, ich würde ganz kurz dazu sagen, wir haben das auch diskutiert und bei uns war es dann Common Sense, dass SA ein politisches Statement ist. Also wenn ich unter SA das weitergebe, dann möchte ich ja, dass der, dann zwinge ich ja den Nachnutzer, das unter den gleichen Bedingungen auch wieder freizugeben. Und wir sind eigentlich eher dann dazu übergegangen, zu sagen, buy reicht. Und die Leute sollen damit machen, was sie wollen. Sie verhindern zum Beispiel die Nutzung der Daten in Apps, ja, weil diese App-Stores das alles nicht zulassen mit SA, oder? Sie wiegen so den Kopf. Das ist aber aus meiner Sicht auch eine Zielgruppe. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, in Berlin diesen Hackathon Coding Da Vinci, wo ganz viele junge Leute Metadaten von Museen und öffentlichen Einrichtungen bekommen haben. Und da gibt es jetzt einen Wettbewerb, der läuft noch bis 5. Juli. Wer programmiert die interessantesten Sachen zu diesen Metadaten? Und da können Sie eben nur teilnehmen, wenn kommerzielle Nutzung zugelassen ist. Ja. Und wenn Sie aber Apps programmieren wollen, dann ist Share Alike, glaube ich, auch ein Problem. Also CC BY und dann sollte man abbrechen. So, zu dem Ergebnis sind wir letzte Woche gekommen, aber das kann man auch diskutieren. Ja, danke auf jeden Fall für den Beitrag. Lassen wir mal Klaus Graf gleich zu Wort kommen. Ich würde ganz gerne da auf meinen Beitrag morgen verweisen, wo ich eben Creative Commons auch vorstelle. Ich habe ja so viel schon vorweg im Redaktionsblog von Hypothese.org auch für CCBY plädiert. Ich denke, CCBY und CCBY SA, also Share Alike, natürlich für diejenigen, die davon jetzt noch nichts gehört haben, alles böhmische Dörfer. Das tut sich jetzt nicht allzu viel. Richtig ist, dass man bei, also dass sozusagen das wissenschaftliche Ethos kann es auch bei Nutzungen unter CCBY empfehlen, dass man trotzdem eine Attribution oder eben eine Urhebernennung durchführt. CC0, also die absolute Freigabe, CC0, ist eben ein Mittel, das vor allem für Forschungsdaten, also das Rohmaterial, empfohlen wird. Soweit dann also nur ganz kurz zu diesen Lizenzen. Vielleicht können wir da morgen noch ein bisschen intensiver drüber diskutieren. Ich wollte aber noch etwas zu dem praktischen Teil sagen, wenn ich darf. Entscheidend ist natürlich für diejenigen, die jetzt sich überlegen, hier in Twitter oder in anderen Social Media mitzumachen, dass sie natürlich im Grunde genommen mit den Filtermöglichkeiten und mit den Filterkompetenzen arbeiten, die sie in ganz traditioneller Hinsicht im Studium und eben auch im Leben erlernt haben. Also wir haben ja auch alle, wenn wir in der Buchdruckzeit groß geworden sind, ich zumindest bin das, haben ja alle gelernt, wichtige und unwichtige Publikationen zu unterscheiden. Also es klingt zwar jetzt auf den ersten Blick etwas strange oder seltsam, mit Twitter und ähnlichen Features umzugehen, aber man kommt doch erstaunlich schnell hinein und deshalb auch der Dank für dieses praktische Modul, das natürlich dann, wenn man den Livestream dann auch nachher noch konsultieren kann, dann vielleicht dann doch noch einen weiteren Impact jetzt entfaltet. Sie sehen, ich habe auch dieses Neusprech da schon ziemlich internalisiert. Für mich ist es selber so, dass, oder ich denke, jeder wählt dann auch aus diesen Social Media die aus, die ihm persönlich am meisten behagen. Ich finde also Twitter auch eine sehr gute Möglichkeit, sich zu informieren. Mareike König hat dazu eine wunderschöne Einführung geschrieben, die ich dann auch vorhin getwittert habe.
den Link dazu auf einem Hypothese-Blog, den kann ich wirklich auch für den akademischen Unterricht sehr empfehlen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass Facebook zum Beispiel nicht jedermanns Sache ist. Ich habe also etwa eine fachliche Gruppe Archivfragen, die ich auf Facebook immer sehr gern konsultiere und wo auch relativ rege für Archivare, also ausgesprochen rege, diskutiert wird. Aber ansonsten lese ich selber meine Timeline so gut wie nicht. Google Plus Hangouts nutze ich selber nicht, aber für mich ist eigentlich Google Plus sehr viel attraktiver als Facebook. Auch fachlich bekomme ich da viele Anregungen und man kann also dort auch mit Hashtags arbeiten, wie bei Twitter und auch bei Facebook. Ich selber nutze aber auch zum Teil Google Plus durch einfache Möglichkeiten auf Google Plus zu teilen als eine Art Erinnerungsinstrument, wenn ich irgendetwas bloggen will, aber gerade keine Möglichkeit habe, zum Beispiel auf dem Smartphone oder auf dem iPad, geht das eher schlecht bei mir, dann teile ich das in Google Plus, gucke dann irgendwann mal meine eigenen Google Plus Beiträge an und schreibe dann einen Blogbeitrag dazu. Also jeder kann sich nach Belieben da seinen eigenen Social Media Mix durchaus zusammenstellen, und ich möchte eigentlich noch ganz generell sagen, dass man da wirklich keine Angst haben zu braucht vor der Informationsflut oder vor irgendwelchen, ich gehe jetzt Pizza essen, Tweets, die kann man natürlich alle, oder die Leute, die das überwiegend machen, kann man natürlich alle ausblenden. Ja, vielen Dank. Michael Schonhardt. Ja, ich habe es vorher schon mal auf Twitter rumgeschickt. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich das Social-Media-Instrument, was wir heute am meisten nutzen, nämlich die Kamera, noch überhaupt nicht angesprochen haben. Und das ist YouTube. Und das ist, glaube ich, was, wo die Leute noch viel mehr Angst davor haben oder Vorbehalte als vor Facebook und Twitter, was sich schon durchgesetzt hat. Ich finde gerade für Medievisten gibt es einen ganz tollen Channel von dem Schönberg-Institut, also für alle, die sich mit Handschriften beschäftigen, was meiner Meinung nach für die Arbeit mit Handschriften ganz großartig ist, wenn man eben nicht mal so schnell nach Amerika in die Bibliothek gehen kann, wo Handschriften gefilmt werden sozusagen. Das ist jetzt die Introduction, aber es gibt dann für eine ganze Reihe von konkreten Handschriften kleine Videos, wo die einfach mal durchgeblättert werden. Man kann sie sich ein bisschen anschauen, einschätzen. Weiß jetzt nicht genau, muss man vielleicht da unten mal draufklicken. Ich habe es auch den Link rumgeschickt, kann man sich angucken. Das sind, finde ich, noch ganz andere Möglichkeiten, wo man merkt, wie das wirklich auch die konkrete Forschung, diese Social-Media-Sachen extrem fördern können. Also wenn jede Bibliothek sowas machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit mit meiner Dissertation fertig, weil man eben, bevor man hinfährt, sich ganz anders die Sachen nochmal anschauen kann. Das nur als Ergänzung vielleicht. Ja, danke. Wichtige Ergänzung. Ich habe tatsächlich auch schon ein sehr geniales Video bei YouTube gefunden. Da hat eine Handschriftenexpertin darüber gesprochen, warum denn manche Illuminationen quasi so ein bisschen abgerieben sind, ne? Weil beispielsweise liturgische Bücher ja auch bei der Messe geküsst werden. Schadet der Illumination natürlich, aber es ist Liturgie. Ja, Cordula Wolf, kurze Frage noch, weil Herr Graf gerade ansprach, einen eigenen Social Media Cocktail, eigenen Ansprüchen, die Erreichbarkeit sozusagen zu steuern. Mit Blick auf die Blogs, kommen denn Blogs eigenständig aus oder brauchen Sie Twitter, Google Plus und Facebook oder was auch immer, um überhaupt erstmal sozusagen zu strahlen? Das heißt, könnte ich vielleicht auch ohne Twitter, Google Plus und Facebook auskommen und sozusagen entsprechend mein Zielpublikum breit erreichen, und habe ich sozusagen über das Blogportal auch Funktionen, die ich sozusagen bei den anderen auch hätte, aber gleichzeitig mitnutzen kann? Das ist einfach nur eine praktische Frage jetzt. Bei den Social Media und Blogs, die ergänzen sich eigentlich Hand in Hand. Also wenn man
wenn ich mir die Statistiken im Blog anschaue, wenn ich einen Blogbeitrag veröffentliche, wie viele Leute gucken jetzt regelmäßig meinen persönlichen Blog an, das sind vielleicht 15 am Tag. Und wenn ich das nicht in den sozialen Medien weiterverbreite, kommt da keiner mehr gucken. Also dann kommt vielleicht über die Suchmaschine jemand dran. Sobald ich das aber, sagen wir mal, 4 Tage später bei Facebook, Twitter, Google Plus überall cross-poste und darauf hinweise und vielleicht noch einen netten Eyecatcher dazu mache, ein Bild, dann kommen die Leute in Scharen. Je nachdem auch wieder, wie relevant es ist, wie passend es ist. Und also die beiden Dinge, die gehen Hand in Hand. Die Inhalte, die kann ich sehr gut in einem Blogpost ausführlich darstellen, multimedial aufbereiten. Das werden wir heute Nachmittag alles sehen. Aber diese Inhalte an den Mann zu bringen, das ist der zweite Schritt. Und es, also für mich reicht es nicht einfach, also das ist auch eine Strategiefrage, ne? Vielleicht reicht es ja für mich, das in einem Blogpost wie so eine Art Notizzettel festzuhalten, und wen es interessiert über die Suche, der findet das dann irgendwann. Wenn ich aber doch möchte, dass es von vielen gelesen wird oder eine Reichweite bekommt, dann kann ich darauf nicht verzichten, soziale Medien zu nutzen. Vielleicht, oder, ja, genau. Also vielleicht kann ich dazu ergänzen, aus der Erfahrung mit dem Mittelalter-Blog, als jemand, der nicht twittert und der Sache anfangs auch sehr skeptisch gegenüberstand, es ist schwierig zu beantworten, welchen Erfolg das Blog alleine gehabt hätte ohne diese Tweets. Was ich im Laufe der Zeit eben gelernt habe, ist die enorme Streufunktion, die ich mir in anderen Medien überhaupt nicht vorstellen kann. Also das muss man, aber natürlich haben wir nicht die Erfahrung eines Blogs ohne diese Streuung über vor allem Twitter. Aber ich denke, Hintergrund deiner Frage wird auch der sein, also es ging selbst mir so bei Vorstellung jetzt des Praxisteils und bei dem Überblick, den Björn uns gegeben hat. Man ist ja erstmal ein bisschen eingeschüchtert und denkt, wie viel Zeit muss ich eigentlich investieren, um mir hier den richtigen Mix zusammenzustellen. Aber natürlich ist der Einwand von Herrn Graf völlig zutreffend. Das musste ich ja bei gedruckten, bei allen anderen herkömmlichen Medien auch. Also es könnte eine Übergangszeit sein. Trotzdem sollten wir für uns, diese Medien, die für uns mehr oder minder selbstverständlich sind, sollten nicht aus den Augen verlieren, dass das ziemlich abschreckend wirken kann, sich dort erstmal einzuarbeiten. Also diese Frage, wie viel Zeit muss ich zur Rezeption investieren und, was wir sicher heute Nachmittag nochmal diskutieren werden, wie viel Zeit investiere ich denn selbst wiederum ins Bloggen? Also das ist ja, zumindest wenn wir in universitären Verpflichtungen stehen, dann ist Zeit eben das knappste Gut. Und ich glaube, daran wird auch vielfach scheitern, dass diese Medien nicht genutzt werden, weil man eben diesen Aufwand scheut. Also die Frage sollte man nicht aus den Augen verlieren. Genau, also es gibt nachher auch noch die Möglichkeit, in der Abschlussdiskussion solche Fragen aufzugreifen. Wann, wie viel bloggen, was ist schon zu viel, braucht es überhaupt noch den oder jenigen Blog? Also das nur so als kurze Info. Aber ich würde sagen, wir lassen noch den Tobias Wolf zu Wort kommen, bevor wir uns irgendwie auch später... Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in die Mittagspause. Und wir haben ja ein Arrangement getroffen. Wir treffen uns... wo treffen wir uns eigentlich? Wir folgen sozusagen Martin Bauch und für alle, die quasi ihre Mittagspause freigestanden wollen, treffen wir uns um 13.30 Uhr wieder hier zur Nachmittagssektion. Ich habe keinen Schlüssel für den Raum, vielleicht ist es besser mitzunehmen. Ja, also es ist ja halt nicht abgeschlossen, ich meine, ich denke, bis gestern, letzte Woche hätte ich gesagt, hier kommt nichts weg, aber... Also wenn Sie Laptops, Fertiggegenstände vielleicht eher mitnehmen oder können wir es abschließen? Ja, eigentlich kommt hier keiner, kein Unbefugter rein. Aber also lieber Livestream, bitte aufpassen, dass hier kein Laptop wegkommt. Dann bis später.